Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zu einem kleinen Infected-Livestream. Ich habe auch keine Ahnung, ob dieser Livestream jemals auf YouTube erscheinen wird, denn wir wollen heute einfach mal eine Runde bauen und umziehen, denn Beude hat gesagt, wir sollen uns direkt vor der Höhle hin platzieren, wo wir den Extraktor hinbekommen. Ballert haben und dementsprechend baue ich hier gerade, habe ich ein bisschen offline schon angefangen und will das gerade im Livestream mit dem Chat machen. Der Chat grüßt euch ganz herzlich. Nicht. Hallöchen, Silber. Und deswegen werden wir ja eine Runde das im Live machen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob der Livestream dann erscheint auf YouTube, das entscheide ich dann individuell. Vielleicht lasse ich ihn auch einfach auf Twitch als eine kleine Sonderfolge. Dann kann man sich die Folge auf Twitch angucken. Aber dementsprechend, ich habe ja Zeit und kann mir das noch überlegen. Und ich würde sagen, Jungs und Mädels, wir starten los. Ich glaube, Beutelchen freut sich gerade besonders drüber. Und sollte ich gerade ein bisschen leiser reden? Ich habe mein Fenster sperrangeweit aufgelassen, denn das Fenster bei so einer Temperatur zuzulassen, ist einfach mörderisch. Und das Zimmer heizt sich dementsprechend ein bisschen schneller auf mit dem ganzen PC. Deswegen nicht wundern, wenn ich auch nebenbei ein bisschen leiser rede. Hallöchen, Black. Ach, meine Lieben, wusstet ihr eigentlich schon, dass man... Jetzt kommen alle, ja, na klar, wussten wir das, wir sind Profis. Dass man den Schnee aufsammeln kann und in die Trinkflasche packen kann? Tatsache, ja. Habe ich auch per Zufall dann nur gesehen. So, was ich dann noch dementsprechend machen möchte, ein kleines Lager. Und zwar für die Holzscheitel. Packe ich erstmal eine kurze Runde hier hin. Ja, super. Ich bräuchte eigentlich noch einen kleinen Stock. Ein kleiner Stock. Kann auch sein, dass ich vielleicht das Fenster doch noch zumache. Hört ihr eigentlich den Ventilator, wenn er eine Runde zu mir pustet? Ich quatsch jetzt einfach mal, denn er kommt jetzt gleich in meine Richtung. Einfach mal gucken, ob ihr vielleicht so hört. Ja, jetzt ist er gerade da und bläst gerade richtig schön in meine Richtung vom Mikrofon. Aber er ist eher hinten am Mikrofon. Nein, nein, nein. Sehr schön. Das ist sehr schön. Wir werden auch gleich zurück zu unserer Hütte gehen. Und die Teile holen. Also unsere ganzen Sachen. Ich finde es schade, dass wir... Ja, nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Dass wir... Habe ich so gemacht. Unsere Schubkarren, unsere wunderschönen kleinen Wegechen, dass wir da nicht die ganzen Sachen raufpacken können, was hier so ein bisschen die Teile betrifft. Und komischerweise ist hier Wasser drin. Interessant. Sehr interessant. Vielleicht sollte ich dich, Bruder, mal hier kurz wegsetzen. Gut. Wie gesagt, Jungs und Mädels, heute ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, woran ich ein bisschen Schaden bekommen habe. Wahrscheinlich wegen den Temperaturen. Wow, das ist wie Forest, nur ohne Calvin. Ich liebe es. Für den Chat, wer vielleicht die Let's Plays nicht auf YouTube guckt, sondern nur mich bei Twitch begutachtet. wir haben das Spiel schon ein paar Folgen Let's Played. Also nicht wundern, wir sind schon ein bisschen minimal weiter. Aber nur minimal. Also viel habt ihr jetzt nicht verpasst.
Scheiße, so beliebt war ich noch nie. Pichu, vielen Dank für deinen Sub im 20. Monat. Leute, ich muss das Fenster zumachen. Wenn mich der Nachbar vielleicht vom Balkon hört, ey, danke für deinen Sub und sowas. Was ist denn da gerade gestorben? Wobei, könnt ihr ja mitbekommen, wenn ich jetzt zum Fenster laufe. Kleinen Augenblick. Dann wird es halt hier ein bisschen warm. Duschen war ich ja schon eh. Ich meine, großen Unterschied bekommt man ja hier eh nicht. Ah, ja, ich rutsche wieder an meinen PC ran. Ah, jetzt kann ich ein bisschen offener reden. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Was mir am besten gefallen hat am Spiel ist das mit dem Schnee. Wenn es schneit, dass auch der Schnee liegen bleibt. Ja. Aber ist das nicht fast bei jedem Spiel so, dass der Schnee liegen bleibt? Wenn die Wintersaison beginnt? Ich hoffe, ihr habt genug Trinken dabei, mein Leben. Ich zocke zurzeit Games of War, bin da mit meiner Mom in einer Gilde. Ist ja geil. Mit der Mom auch noch. Ich kann da die Kisten in die Dinger packen, ne? Das dürfte ja eigentlich gehen. So, meine Hütte ist da hinten. Das ist cool. Also ich finde es cool, wenn die Elternteile dann auch immer mitzocken. Ach komm schon, Jeff. Witzig ist, dass klein Jeffy ohne Schuhe rumläuft. Geil. Das ist nice. Das bedeutet, wir haben uns ein bisschen Arbeit abgenommen. Was ich auch cool finde jetzt an diesem Spiel, dass man den Schnee auch aufsammeln kann und erhitzen kann. Klar, sie müssen ja irgendwie den Spielern eine Möglichkeit geben, irgendwie an Wasser ranzukommen, weil die Seen sind ja alle eingefroren. Und Flüsse. Und da kommt man ja nicht ans Wasser ran. Aber der Zaun vom Spiel ist laut genug an die Leute, die ein bisschen leiser stellen mussten. Ich glaube, ich muss eh mal gucken, ob ich irgendwie die Zauns, mein allgemeiner Zaun, irgendwie höher stellen kann, weil ein paar haben schon gesagt, ja, ich bin ziemlich leise, sie müssen mich dann immer höher drehen. Aber eigentlich habe ich alles auf Maximum schon gestellt. Bei mir passt das. Okay, super. Bei mir ist ja nämlich auch das Problem, ich habe jetzt ein Headset, wo ich an so ein Rädchen immer laut und leiser mache und den PC lasse ich. Und dann weiß ich meistens nicht, wie laut ist denn jetzt mein Headset eingestellt und wie laut ist das jetzt, was ihr hört. Deswegen kann ich meistens immer nur am Pegel und am Ausschlag von OBS und von meiner Software das abschätzen. Weil ich höre definitiv was anderes als ihr. Oder besser gesagt, andere Sachen. Ich höre nicht andere Sachen, mein Gott. Nein, bekomme ich eigentlich die Ressourcen davon wieder? Ich glaube schon. Ich glaube, die bekomme ich wieder. Die ganzen Holzstämme. Wieso?
Ich hasse meinen Umzug. Ein Frosch im Winter bedeutet Kinder, was zum Henker. Kann ich? Oh. Oh, stimmt. Das hatten wir in der letzten Folge. Ich möchte wenigstens ein Schubkarre mitnehmen, damit wir da besser an Holz kommen können. Nope. Nein. Nee, nicht so. Deswegen gucken wir mal, das können wir ja alles. Cool. Alles hier raufpacken. Ja, ich möchte erstmal die Kisten so weit rüber bekommen. Die Stämme nehme ich dann später mit. Oh, Foxy. Hast du Kappa vergessen? Ach komm, das passt doch. Das ist nice. Ich hoffe nur, dass ich die ganzen Gegenstände wiederbekomme. Habe ich das nicht gemacht? Oh, wartet mal. Backen! Geht das? Oh. Oh, hä? Soll das so sein? Och. Schade. Gut, dann bringen wir den ersten Schwung hin. Ist das neu? Ey, ich kriege dich gleich, ich schwöre. Ist das neu, dass ich den Karren so schiebe und nicht andersherum? Hui, ich bin die Eiskönigin, ich schlitter übers Eis. Bisschen blöd bin ich jetzt gerade. Jetzt nehme ich den Karren mit, der keine Kisten unten hat. Egal. Schaffen wir schon. Ich hoffe, mein Essen reicht mir noch. Aber ich dürfte eigentlich noch genügend haben. Und wenn, dann haben wir ja noch in der alten Hütte. Vielleicht, wie nachdem, wie schwer der Karren ist oder was er draufgelagert hat. Bei Kisten, die ein bisschen schwerer sind, kann er ziehen. Und bei Holzstämmen kann er schieben. Was ist denn da gerade umgekippt? Das ist doch gerade... Ich hab Essen gefunden. Und ich brauchte noch nicht mal irgendwas machen. Hat mich von Weitem gesehen. Oh Gott, da kommt der Zwerg. Beutelchen, du weißt doch sonst alles. Schande über dich. Ich kann nichts dafür, dass die Taube einfach vor mir gestorben ist. Also, ich war nicht dran schuld. Das war meine Präsenz. Die ist zum Umhauen. Ach, übrigens, meine Lieben, ich freue mich schon drauf. Eigentlich wollte ich ja gestern... Days Gone anfangen zu zocken, aber das werden wir eine Runde dann verschieben, denn am Dienstag kommt ein Tiefkühlessen per Luftpost, die ist in der Luft eingefroren, denn am Dienstag kommt ein Spiel, worauf ich mich, glaube ich, tierisch freue. Da hatte ich gestern oder vorgestern ein Video gesehen. Und dachte mir, ja, stimmt, da kommt ein
Da kommt ein Spiel und das wolltest du ja spielen und ja, Dienstag ist es soweit. Hede, hast du den Streamtitel geändert? Eigentlich schon, Beute, Beute. Beutelchen, kannst du das mal kurz übernehmen? Er nimmt den Infekt. Nee, kann Beutelchen nicht. Wartet mal. Was das auch immer für ein Spiel ist. Danke, Beute. Habe ich nicht aufgepasst? Och. Er nimmt das nicht an, ne? So. So mit R natürlich Infekt. Oh, Twitch. The Infected. Drück ich rauf. So, Beutelchen. Bitte jetzt nicht rumspielen, denn ich habe es gerade wieder geändert. Sonst gibt's Haue. Nee, da spinnt gerade wieder eine Runde Twitch, Beutebeute. Infektonator, was ist das? Terminator ist besser, oder? Lichtgeschwindigkeit. Doch, Beutelchen, du bist immer dran schuld. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall Dienstag. Kommt ein schönes kleines Spiel, was wir dann zocken werden. Muss ich mal gucken, ob ich das noch Dienstag dann schaffe. Wahrscheinlich so ein bisschen später am Abend hin. Der schießt mit Infektionskrankheiten um sich. Wow. So, ich müsste eigentlich gleich, ja, ich müsste gleich in unserer neuen Base ankommen. Minus 31 Grad. Nimmt das? Gibt das mir Schaden, die Kälte? Weil die Pütte... Freezing. Ja, das tut mir leid, Kumpel. Ich kann dich jetzt nur... Oh nein, ich bin tot. Weil das hier wird nicht... Wird nicht halten. Ich muss gucken, ob ich irgendwie... Ja gut, das ist ungünstig. Ich werde eine Runde sterben. Wo ist denn das Lagerfeuer? Essen, Lagerfeuer. Zack. Ja komm, Kumpel. Oh. Ich muss den Kumpel mal nach Hause führen. Weil die Hütte ist für so ein Wetter noch nicht fertig. Wollte ich nicht, kann mir gerade deine belehrenden Worte nicht angucken. Ich finde, das ziehen wir doch ordentlich durch. Ich weiß ja nicht, wo das Problem gerade ist. Brauchst du den Kühlschrank umstellen? Ich glaube, das sollte ich wirklich machen. Ja, Kumpel, ich bring Jeff, ich bring dich ja schon nach Hause. Habe ich gerade den Frosch überfahren? Gibt es hier keine Lichtgeschwindigkeit in diesem Fahrzeug?
Ein Turbo oder so? Wer fällt ein? Komm, das mit den belehrenden Worten war richtig klasse. Ja, wir werden ganz schön viel Schaden bekommen, aber wir werden es schaffen. Sollte ich jetzt nicht mit meinen Fahrkünsten irgendwo stecken bleiben? Oh. Wie irgendjemand sagt was dazu. Ich passe durch. Ach, mein Gott. Ja, Kumpelblase. Guck mal hier. Da lang. Oh, Günni, du wünschst mir wieder das Beste, ne? Dabei mag ich die Hütte hier so schön, ey. Absteigen. Hallo, warum friere ich? Oh, geschafft. Er lebt zumindest noch. Aber knapp, ne? Ich glaube, nach oben darf ich nicht, weil da die Dinger noch nicht fertig sind. Man wünscht immer nur das Beste, ich merk's. So, was wird denn hier demnächst schlecht? Ja, komm, hier ist. Wisst ihr, was das Beste ist? Meine erste Hilfe ist jetzt beim anderen Dings. Jetzt ist ihm heiß. Ja, okay, dann gehen wir eben wieder raus. Nee, jetzt geht's ihm gut. Hier oben geht's ihm gut. Ach, schade. Aber ich glaube, die Materialien bekomme ich hier alle zurück. Moment. Kann auch sein, dass wir das hier haben. Da ist Erste Hilfe. Ich muss mal wieder ins Dorf. Jetzt habe ich meinen fahrbaren Untersatz hier. Oh. Wie irgendjemand sagt was dazu. Leute, nein. Lasst es einfach... Ich speichere mal, das wird mein Todesurteil. Entschuldigung. Lasst es einfach sein. Glaubt ihr, wenn ich jetzt losmarschiere, ob der mir umkippt? Es wird heftig. So, hier. Ich würde losmarschieren. Yep. Ist jetzt die Frage, nehme ich mein Gefährt erstmal mit? Oder lasse ich mein Gefährt hier? Das ist voll stocky, kann ich eigentlich... Ja?
beseitigen. Das können wir hier noch reinpacken. Wo sind denn meine Stöcker da? Ganz viel. Oh, kein Platz. So, die können wir später holen. Ja, komm, schnapp, schnapp, schnapp es dir. Stimmt, wird bald Nacht. Ja, okay, so langsam wie ich laufe, wird es definitiv gleich wieder Nacht. Sehr schön. Nehme ich mein Wägelchen mit? Oder das da hinten? Hallöchen, Todesbiss. Sengoku Dynasty. Ich muss sagen, Medieval Dynasty, das hat mich jetzt auch nicht so groß begeistert. Ich glaube, ich fahre mein Gefährt dahin. Oder? Weil wenn wir von da hinten wieder hierher fahren müssen, ist es, glaube ich, wesentlich besser, wenn wir das bei uns haben. Naja, müssen wir halt gucken, ne? Dass es nicht dann urplötzlich wieder kalt wird. So, zweimal Benzin haben wir noch. Entschuldigung, ich hoffe, das ist okay, wenn ich mich die ganze Zeit so ein bisschen räusper. Aber hey, wir haben jetzt wenigstens ein paar... Da müssen wir lang. Wir haben jetzt ein paar Bretter, das heißt, wir kommen ein bisschen schneller voran. Auch wenn das für das Gewächshaus war, das ignorieren wir einfach mal. Wir sollten unsere Hütte erstmal fertig bauen. Damit wir erstmal eine Grundbasis haben. Hui! Oh Gott, das ist gerade gleich. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen? Oh, wartet mal kurz. Oh Gott. Ich sag dazu jetzt nichts. Mach bitte auf die Beete. Mach bitte. Ja, ich habe noch keine Beetebeutel. Aber ich sollte erstmal ein Grundgerüst vom Haus bauen, damit, wenn es wieder so kalt wird, ich nicht wieder nach zu unserer anderen Base rennen muss. Deswegen sollte ich erstmal das bauen. Ich meinte, wir haben Beete, wo. Ja, ich weiß, alles doof gerade. Bambi! Dich fresse ich nachher. Oh, ich bin fast da. Oh. Na, den habe ich nicht kommen sehen. Du hast ja gerade gesehen, dass wir sehr knapp nur den Tod entkommen sind. Wir haben ja jetzt wenigstens Material, wo wir ganz viele... Bäume holen können.
Holzscheite. So, meine Freunde. Ich muss auch gerade gucken, weil das Spiel zieht doch schon ein bisschen an der Grafikkarte. Ja, bombig, wa? Das war's. Also, Beutelchen, komm, du musst doch schon sagen, ich lebe noch. So, Haus werden wir später ein bisschen dekorieren. Das ist jetzt erstmal. Aber es muss schon richtig rum sein. Bin ich gerade bekloppt? Ah, egal. Egal, ist mir egal. Hallo? Ach, da ist er doch. So, den Sportsfreund packen wir mal so hin. Da ist es doch. Bin stolz auf dich, lebst noch. Danke, Beutelchen. Das hört sich wirklich sehr freudig an. So, jetzt haben wir wenigstens das gute Stück und können wenigstens damit eine Runde arbeiten. Und soweit wir dann hier oben etwas haben, dann können wir uns... Ach, das ist viel Brett. Dann können wir uns um die Beete kümmern. Und hau ruck! Ey! Sonst kann man die Dinger immer wegschießen. Das hast du aber bei vielen Spielen so Voraus- und Fortsetzung. Bei diesen Spielen, bei den so vorgenannten. Nein! Nicht schon wieder! Ich hasse mein... Leute, ich hasse mein Leben wirklich. Irgendwas ganz Großes fliegt hier rum. Ich rede nicht von sowas kleinem, Mottenähnliches. Das war größer. Ey, komm, Bruder, wenn du ignorierst mich, ich ignoriere dich. Nicht die Mama! Das war definitiv wirklich nicht die Mama, René. Das war, meine Lieben, das war definitiv... Ich bin Batman. Ich will das nicht... Ich will nicht gucken. Muss ich gucken, Leute? Muss ich danach jetzt suchen? Das war was Großes. Das war... Da hab ich doch viel gemacht. Nur ganz kurz über mir im Kreis geflogen und dann wieder nach hinten. Ein herzerfrischendes Moin Moin an ja, alle Durchgeknallten. Hi, Multi. Multi kommt rein und hört erstmal, was jammert denn die Alte? Was Großes. Muttenähnliches. Pack mal kurz das hier hin. Mann. Ich habe Gott sei Dank die Lichter, das Licht auf meinen Tisch ausgemacht, aber natürlich sind die Bildschirme jetzt die einzige Hauptquelle und nicht, dass der Freund auf die Idee kommt, mir meinen Besuch hier abzustatten. Habe ich keinen Bock drauf. Heute, du könntest mich ruhig mal retten, komm.
Oh, da sind auch noch ein paar Dinger drin. Warum gibt es diese Teile hier nicht in dieser Form? Aber egal. Ich will mich erstmal nicht beschweren. Also solltet ihr mich auf einmal verstummen hören und mich nicht mehr bewegen oder ich schreie urplötzlich, dann ist mir das Ding ins Auge geflogen. Ich weiß auch nicht, weil so eine kleinen Motten-Arschgeigen, sorry, wenn ich das so sage, die fliegen immer irgendwie sau gerne ins Gesicht. Allgemein diese kleinen, ekligen Insekten wollen immer Hallo sagen. Im Gesicht. Und ich denke mir, was soll der Rotz? Vorbeifliegen ist okay, so wie ein Mond. Aber nicht ins Gesicht. Frau Beutelchen, ich habe keine Apothekenumschau. Erinnert ihr euch noch, wo ich im Livestream ein Vieh töten wollte und das Vieh mit der Apothekenumschau getötet habe? Versucht habe zu töten. Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich lasse euch mal einfach mal auf Empfang. Und schaue mich mal kurz im Zimmer um. Also rettet mich, ja? Ihr hört mich noch, ne? Auf jeden Fall war das ein mega, mega Brummer. Also in dieser Hinsicht würde ich mal sagen... Nur ein toter Bug ist ein guter Bug! Bitte holt mir die Raffnixie her. Also auf jeden Fall, ihr habt mich gerade nicht gehört, weil ich gerade am anderen Ende des Raums war. Eine dicke, fette Riesenmotte. Ich habe es gerade probiert zu töten, aber das Vieh ist irgendwie raffinierter als ich, also schlauer, definitiv intelligenter. Und es ist gerade irgendwo ganz nach hinten in der Ecke auf dem Schrank geflogen, also außer meiner Reichweite. Ich glaube, den Bree nenne ich Bob. Warum sage ich immer Bree seit letzter Zeit? Also, es hat auf jeden Fall von mir einen richtig tollen Headshot bekommen. Aber ich hatte keine gute Unterlage. Ist halt eine dicke, fette Obermocke. Mocke, genau. Ich weiß nicht, wie es hier reingekommen ist, denn ich habe Fliegengitter am Fenster. Aber wahrscheinlich habe ich irgendwo eine kleine Lücke. Wenigstens passt das Vieh nicht in mein Auge rein. Ja, auf jeden Fall irgend so ein mottenähnliches Vieh, wahrscheinlich ein Nachtfalter. Ja, die sind harmlos, ich weiß, aber muss nicht sein. Wisst ihr, dass ich einmal
einen Schmetterling auf der Hand hatte. Weil im Winter, da war ein bisschen erfroren und ihm war kalt. Den habe ich dann auf der Straße aufgehoben. Wisst ihr was? Die Viecher sind arschlaut. Was die für Geräusche machen? Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Hat sich so ein bisschen angehört wie, wo habe ich denn hier noch Bretter? Habe ich hier noch nicht noch irgendwo? Oh, egal. Ich gehe mal kurz ins Bett. Ja, Kumpel. Oh, nein. Schmetterlinge machen ganz komische Geräusche, so ein Rascheln ähnlich. So als ob der Weihnachtsmann gerade kommen würde. So, nein, machen sie nicht. Best of, das Vieh saß hinter mir, unten auf dem Boden hinter mir. Dann habe ich es gesehen und dachte mir so, jetzt oder nie, Junge. Du oder ich, was? Wie viel passt da rein? Nee, das kam nicht von den Flügeln irgendwie. Ich glaube vom Hinterteil. Bisschen Gemüse brauche ich. Eigentlich müsste ich wieder zurückdackeln. Und einpflanzen kann ich eigentlich. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Deswegen habe ich die Teile hier gebaut. Wände, Essen, Beete. Oh, cool. Nägel habe ich eigentlich mitgenommen, oder? Ja. Genau, Mr. Frosch. Aber ich habe doch schon Beete, Beute, aber in der alten Bude. Der hat nur Angst und hat gezittert dabei und wollte nicht von meiner Hand runter. Oh, Entschuldigung. Ich kann mich momentan nicht muten, weil Stream Deck spinnt ein bisschen. Nein, die solltest du schon draußen haben. Hört man eigentlich das Klicken meiner Maus? Falscher Knopf. Ja, nimm. So, paar Bretterchen. Hallöchen, Seidi. Wie geht's? Wie steht's? So, zwei Stück. Dann haben wir wenigstens ein Beet und natürlich ist das andere irgendwo verstreut. So gut wie dir, das ist sehr schön. Warm, schwitzig, uncool. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, das wird noch ein bisschen dauern mit der. Gut, vielleicht sollten wir Richtung Heimat nochmal kurz laufen. Und den zweiten Karren holen. Dann haben wir Dann haben wir wenigstens den zweiten Karren hier mit den ganzen Samen. Dann können wir schon mal uns einen Samen hinpacken. Kann ich, Jungs und Mädels, ihr seid da schlauer als ich, kann ich
das Beet auf einen Karren packen? Nachdem er seinen Asthmaanfall hatte? Keine Ahnung, okay. Aber vielleicht weiß das ja jemand anderes. Ach, Beute, du bist raus. Sowas von raus. Aber zum Glück haben wir es doch nicht so weit. Das habe ich leider nie ausprobiert. Na dann, würde ich mal sagen, probieren wir einfach mal aus. Eigentlich von der Größe her müssten sie eigentlich raufpassen. Vier Fass Bier. Karl. Karl, der Frosch. Was schon normal in diesem Spiel, keine Ahnung. Zombies gibt es hier auf jeden Fall nicht. Oder gibt es hier Zombies? Irgendwie gefühlt gibt es hier alles außer Zombies. Kallis. Und noch mehr Kallis. Habe ich da hinten gerade irgendwas Orangenes gesehen? Nein, es war einfach nur ein Bambi. Das Schöne ist ja, wir müssen dann die Ziege ausschlachten, die wir da noch auf dem Tisch haben, seit dem Sommer. Ob die noch genießbar ist? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Ja, Beutelchen wohnt hier wirklich 200 Jahre schon. Ja, ist ja gut. Ich bin ja nur auf der Durchreise, mein Freund. Nur auf der Durchreise. Au, da war ein Stock im Weg. So minus 9 Grad. Dabei gefällt mir der Ort, ey. Auch wenn die Hütte aussieht wie ein Viereck. Eigentlich ist es ein Viereck. Dann kann ich ja das Teil hier eigentlich auch abbauen. So, lasst mal gucken. Wenn wir jetzt die Steinkiste hier runternehmen, einfach mal kurz platzieren. Ich habe hier nichts weiter drauf. Nee. Leider nicht. Bauen wir ab, dann haben wir die Ressourcen von dem Guten. Steinkiste nehmen wir mit. Dann können wir wenigstens hier von die anderen Kisten bauen. Wieso, Beutelchen? Ich habe ja jetzt alle Ressourcen hier drin. So, und dann nehmen wir unser Wegechen, bringen die restlichen Kisten dahin. In diesen Kisten sind nämlich unsere ganzen Samen drin. Und dann können wir die zwei anderen Beete fertig bauen und dann, voila, können wir sofort pflanzen. Wunderschöne Gurken und Melonen, die ein bisschen dauern, bis sie wachsen. Aber bis dahin dürfte ich es noch aushalten.
Hoffentlich. Oh. Okay, dann erst im Frühling. Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalte. Aber das ist doch ein bisschen beknackt. Wenn man gerade frisch in diesem Spiel ist, ne? Und sich gerade erstmal reinfuchst und dann kommt dann nach 10 Tagen der Winter. Und dann sitzt man da und hat nichts vorbereitet. Kein Wintergarten, keine Sachen eingepflanzt, keine Hütte gebaut, keine Klamotten. Woher soll man das alles wissen? Dann ist ja eigentlich die erste Runde dafür verdonnert zu sterben. Die zweite Runde wahrscheinlich auch und die dritte Runde auch, wenn irgendwas kommt, wo man auch keine Ahnung hat. Ist halt die Frage, ne? Gut, na klar, die Spiele sollen ja ein bisschen herausfordernd noch sein. Beutelchen, du hast mir nur Grütze geschrieben, so. Ja, aber ich dachte, der Winter kommt in 60 Tagen. Ich bin irgendwie von 60 Tagen ausgegangen. Aber dass der Winter nach 10 Tagen kommt, wie soll man bitte 10 Tage so schnell alles hinbekommen? Oh nein. Und ich habe die Hütte noch nicht fertig. Ich habe schon was ein bisschen verändert, aber ich wusste ja nicht, dass 10 Tage mit der nächsten Dings gemeint ist. Ich habe nur 60 Tage irgendwie gesehen und dachte, das wäre es eigentlich. Das Problem ist, die andere Hütte, die schützt uns nicht. Deswegen wollte ich sie eigentlich fertig bauen. Ach, komm schon, Kumpel. Hör auf zu frieren, mach dir warme Gedanken. Immer diese Weiche, ja. Sind doch nur minus 32 Grad. Pff. Ich freue mich auf Dienstag, mein Lieben. Auf das neue Spielchen. Das wird klasse. Ich sterbe. Aber ich habe ja, glaube ich, noch gespeichert. Mein Gott. Aber trotzdem bietet mir die Hütte keinen Schutz, Beute. Ich muss zurückfahren, tut mir leid. Die Hütte bietet mir hier keinen Schutz. Und dann bin ich da und dann darf ich wieder zurückfahren. Ja, Grimm, das Problem ist, das Feuer geht aus, weil es schneit. Und ich habe kein Dach. Ich muss erstmal ein Dach bauen. Deswegen wollte ich erstmal die Hütte fertig bauen. Damit ich mich da platzieren kann.
oder Schmiede. Daher bringt mir das gerade nichts und mir fällt gerade ein, dass ich in der anderen Bude... Ja gut, Brennholz haben wir da noch. Oder reicht einfach nur eine Schmiede? Black, da können wir uns bei Beutelchen bedanken. Du solltest da ganz schnell hinziehen, damit du weiterkommst. Und ja, der Winter kam echt zu früh. Nach 10 Tagen schon Wintereinbruch, das ist schon ein bisschen hapelig. Es nebelt so. Bin ich froh, dass die Maschine nicht kaputt geht. Ja, sieht man doch, das Schlittern. Ja, komm, Kumpel. Oh, jetzt habe ich hier Sachen in der Tasche. So. Damit wir fürs nächste Mal erstmal hier vorbereitet sind. Der Umzug war eine eiskalte Entscheidung, ja, oder? Der Winter ist da. Es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder bei 28 runtergelutscht bin. Sorry, wenn ich sage runtergelutscht, aber das ist wirklich so. Wie jetzt? Ist jetzt schon wieder? Das kann doch nicht sein, dass es jetzt wieder 14 Grad ist. Minus 14. Ihr versteht, was ich meine. Ihr seid schlau. Oh. Bitte erinnert mich dran, diese Teile für nichts anderes zu gebrauchen, außer für die Beete. Komischerweise sind die Teile nicht durchgefroren. So, nimm mal. Ja, genau. Sprachenlernen mit Helia. Natürlich habe ich auch nichts zu trinken, aber ich bin ein Vollpfosten. Bitte das unkommentiert lassen. Ja, guck mal, Beutelchen. Sind doch alle schon hier in Arbeit? Alles in... Oh, ich bin so voll. Leute, ich bin so voll. Guck mal, wir nehmen jetzt hier alles schön mit. Ich bin natürlich nur hergefahren, um die Sachen zu holen. Merkt euch das, Freunde. So. Und jetzt werde ich gleich mal zurückgehen. Und mal die Hütte fertig bauen. Kann ich dich eigentlich mit meiner leeren Wasserflasche? Nö. Gut. Wobei. Warte, mein Freund.
Er fragt mich nicht mehr. Ich überlege gerade, ob wir hier ein bisschen Wasser reintun. Sollten wir das nächste Mal hier wieder hinkommen müssen. Dass wir das dann eine Runde kochen können. So, ein Schlückchen noch. Oder wir kochen das einfach so. Soll uns ja egal sein erstmal. So, dann kommt der Freund noch und dann kann das hier eine Runde vor sich hin kochen. Dann geht unsere Zahl hoch und dann dürften die nächsten Zombies kommen. Aber erstmal muss ich wieder zurück mir mein Wasser holen. Wow. Hui. Schlängelauf. Und dann müssten wir eigentlich irgendwann in die nächste Stadt, um Benzin zu holen. Zwei Kanister haben wir ja noch. Wow. Ist doch eine ganz gute Fahrerei, die ich hier mache, ne? Ich bin der beste Fahrer. Da können sich die ganzen Rennfahrer hinten anstellen. Ich bin schneller beim Umkippen. Oh, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich fliege eine Runde. Das Schöne ist ja, wenn dann der Sommer kommt, können wir diese kleine Abkürzung hier nicht mehr nehmen. Über den kleinen Fluss. Das ist dann nicht mehr drin. Aber ich bin gespannt, ob wir... Ich hasse dich, Kumpel. Ob wir den Winter so überleben. Mit nichts dabei. So, lass mal kurz gucken. Ja, da sind wir dabei. Nee, 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 nee. Oh. Wenn wir schon dabei sind. Leute, das ist Lichtgeschwindigkeit. Irgendwas mit Bete, danke, Mutti. Dann habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das war's. So, die Beete haben wir. Gurken, Mais, Melonensamen hätte ich gerne. Und den Kürbis. Gib mir mal einmal. Und die Gurke einmal. Einmal. Zweimal, dreimal. Alles klar. Nein. Das werde ich erstmal für mich gebrauchen. Und dann, meine Lieben,
Einfach Schnee nehmen und den Schnee hier reinbuxieren. Na komm. Wir haben doch keine Zeit. Ich sehe das gerade gar nicht. So, einmal noch. Und dann dürften wir... Mein Gott, ich drücke die ganze Zeit E. Genau das dachte ich auch gerade, Multi. Ich wollte es aber nur nicht sagen. So, der braucht ein bisschen... Warum Saat hinzufügen? Weil sie jetzt kein Wasser bekommen haben? Ich werde an Hunger der anderen Art sterben. So, komm mal mit, Kumpelblase. Enter Name, genau. Und du kommst auch erstmal mit. Na okay, das Problem ist auch, ich kann die Hütte nicht erhitzen. Momentan noch nicht. Das bedeutet, wir müssen erst einmal hier ein bisschen dicht machen, die Luke. Deswegen hopp, hopp. Holz holen. Na, Fabrikator können wir momentan, Extraktor können wir momentan auch nicht machen, weil, kein Öl. Oh nein, ich muss ja noch eine Workbench machen. Oh, da war ja noch was. Und dann machen wir erstmal hier einen Riegel vor und dann haben wir wenigstens warmes Haus. Naja, warmes Haus, wir müssen erstmal Dinger bauen. Ja. Ne, ich habe keine Ölkanne braun. Beute, Beute. Das hat Klein Helia nicht. So, Hütte steht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir, ist mir egal, eine Treppe bauen. Oder eine Leiter. Ich glaube, hier hinten nach oben. Gucken wir mal. So, Dächer. Ceilings, Decken, da. Wird erstmal so gebaut. Wer und jemand hat noch Fragen? Gibt's mal nicht.
So, haben wir dann einmal die und einmal die. In der Mitte kann ich das noch nicht machen, was irgendwie ein bisschen doof ist. Ja, komm, mach weg. Oh. Rein da. Wir müssen das Dach bauen. Brauen, genau. Dann sind wir soweit sicher. Dann brauche ich mir für den nächsten Winter oder Schneesturm keine Sorgen zu machen. Haben wir. Also jetzt eine zweite Person hier zu haben, wäre echt nice. So, drei Stück haben wir. Gut. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Da war ja was. Siehst du, schon gar nicht dran gewöhnt, dass man irgendwas mit einem Karren machen kann, der irgendwo reinfahren kann. So. Guck mal, die sehen aus, als ob die gefällt werden möchten. Die sehen auch aus, als ob der gleich meine Axt kaputt macht. Komm, geh vor kaputt. Kaputt. Yep, ich brauche einen Stein. Und einen Ast für mich. Ich habe keinen Ast. Jetzt sehe ich einen. Nein! Was hat denn da mein Elbenauge gerade gesehen? Yes, herstellen. Ich habe noch ein paar Teile hier. Dann können wir eigentlich schon einmal hier die weiterbauen. War schön, wir sind fast fertig. Dann haben wir wenigstens die Hütte fertig und merkwürdige Mechanik, aber okay, ich will mich nicht beklagen. Achso, ich habe ja keiner mehr. Ich wollte reinpacken. Hallöchen, Mr. Frosch. Du bist eh bald tot. Du weißt es nur noch nicht. Ich muss ganz dringend... Oh Gott sei Dank, das war nur harmlos. Wobei der eine scheint gerade da von dann, ach doch nicht, von dann gezogen sein. Wir müssen ganz dringend in ein Dorf rein, damit wir frisches Obst bekommen. Weil da findet man immer noch ein bisschen Obst und Gemüse. Wartet mal.
Was habe ich hier eigentlich drin? Ach so. Hä? Okay, das war's. Gut. Aber noch geht das mit dem grünen Zeug. Da war eine Kalli. Nehme ich alles mit. Na. Sehr cool. Och nee, wir müssen ja noch die Mitte machen. Oh, ich dachte eigentlich, wir wären gleich fertig. Cool, dann können wir ja eigentlich gleich eins hier hinpacken. Mach mal weg, Beutelchen, bitte. Kann ich gerade nichts mit anfangen. Keine Ahnung, was das war. War vielleicht ein Troll, Leute. Nicht raufklicken, nicht machen. Kenne ich nämlich nicht. Und momentan laufen sehr viele Teile rum, die ein bisschen trollen wollen. Nein, der rennt doch nicht weg. Wie gesagt, bei sowas bin ich sehr vorsichtig. Wenn irgendwas im Chat kommt und dann dir irgendwas anbieten möchte, nee. Und wenn es dann ernst war, sorry, wenn ich das weggelöscht habe, aber das sagt mir nichts. Unsicherheit geht vor. Also wie gesagt, meine Lieben, da jetzt nichts machen, nichts eingeben, wenn ihr das gerade gesehen habt. Schön die Finger weglassen. Beutelchen, wieso konntest du es nicht wegmachen?
Hast du die 3 Punkte aktiviert, Beute? Okay. Gut. Unsere erste Ebene wird gleich fertig sein. Das heißt, wir sind wenigstens... Ah nein, ich brauche ja noch Steine. Ich hoffe, das bekomme ich noch schnell fertig. So, hopp, 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 der Winter naht. Ich muss noch ein paar Steinis holen. So, erstmal eine Ladung Bretter machen. Die Bretter, es wird langsam echt warm in diesem Zimmer wieder. Ich hoffe, dass diese Hitzewelle demnächst wieder weg ist. Lichtgeschwindigkeit. Was habe ich denn alles in meinem Inventar, dass es mich so schwer trifft hier? Die Teile sind sau schwer. Oh. So. Wie jetzt? Der braucht noch einen Holzscheite. Du willst mich doch verarschen. Wie viele Bretter habe ich denn jetzt noch im Inventar? So einige. So, erstmal rein, die Kumpels. Dann noch mal ein paar Holzscheite. Guckt mal, irgendwie ist das Gebiet ein bisschen freier geworden von Bäumen. Schade, beim Mist hat es immer geklappt, dass man 2 Bäume gleich wegaxen kann. Erst Donnerstag, Freitag. Oh, nee. Sage ich nichts mehr. Ich glaube, demnächst dürften wieder die nächsten Zombies kommen. Meine Grafikkarte saust gerade hoch. Oh, ich bin Trottel. Perfekt. So, das bedeutet, wir können loslegen und die restlichen Bretter holen.
die ich hier irgendwo verstreut habe und nicht mal weiß, hier. Und die ersten Dinger bauen, schmieden. Dann sind wir damit erstmal abgedeckt. Stimmt, die Tür. Echt? Liegt noch ein Stamm? Wie weit habe ich den denn geschossen, sag mal? So eine Tür hat Beutelchen ja schon recht. Die brauchen wir auch dementsprechend. Glastür. Hallo? Bretter habe ich. Gut. Genau, Steine wollten wir holen, aber das, was mir gerade kurz noch einfällt, ist hier die Leiter. Die werde ich erstmal hinstellen. Nein, das war die falsche. Ich glaube, das bringt nicht viel, ne? Ich muss die so hinstellen. Oh, oh, oh. Reicht mir das hier auch? Bitte sagt mir, dass es ausreicht. Oh, natürlich nicht. Ich brauche einen Ofen. Ich brauche einen Ofen. Ich brauche einen Dings. 25. Ich falle vom Glauben ab. Mann, nimm doch mal. Jetzt nimm. Nein. Nein. Achten, wo bin ich denn? In Sibirien? Oh, du willst mich doch verscheißern. Oh, Stamina, ey, Kumpel, wirklich. Ich muss ganz dringend in die Stadt. Speichern, vorsichtshalber. Ich hatte gerade ein ganz komisches Geräusch auf meinen Ohren.
So, ein Erste Hilfe habe ich noch draußen. In meinem Fahrzeug. Und dann sollten wir vielleicht nach Erste Hilfe schauen gehen. Sofern. Gucken wir einfach mal. Ob das hier vielleicht was bringt. Es sind 23 Grad hier drin. Du hast ja Sprit braun für den Extraktor. Aber Beutelchen, hast du nicht gesagt, ich brauche eine Ölkanne und die mache ich nur an irgendeiner Werkbank? In der Kiste? Gut, wir sind erst einmal sicher. Das ist gut. Die muss ich leider benutzen. Eine Werkbank, seht ihr? Das ist Sparta! Ach du Heiliger. Ja, genau, das ist wirklich Sparta. Ich würde gerne ins Dorf, aber es wird langsam spät. Was brauche ich, Stöcker für den kleinen Freund? Natürlich habe ich keine Stöcker mehr, warum denn auch? Wow, da wollte der Stamm gerade nicht. Ich wollte eigentlich... damit wir nicht immer rausrennen müssen. Lager. Eigentlich wollte ich dafür meine Stücke nicht verwenden. Stock! Ja, okay. Dann nehmen wir noch einen hiervon. Du bist zu voll. Danke dir. Ach, seht ihr, ich muss noch als Sound Bob den Baumeister machen. Bin ich gerade doof oder wollen die gerade nicht? Warum Brett? Ich hab doch brennen. Oder bin ich jetzt... Oh, sorry. Mein Fehler. Nein, nein, ich werde nicht in den Chat gucken. Da kommt garantiert irgendwas wie, mein Gott, Mede, hast du mal genauer hingeguckt, was du gemacht hast? Nein, das werde ich mir jetzt nicht antun. Und ich werde nicht in den Chat gucken. Das könnt ihr schön vergessen. Das ist der falsche. Ach, Günni, ey.
So, die Leiter ist erstmal unwichtig. Alles gut, Helia, passiert. Ich weiß. Ich denke doch auch nur ein bisschen. Sehr schön. Leute, ich hoffe, es ist okay, aber wir müssen in die Stadt. Ich habe, kein Obst mehr. Ich muss mir Obst besorgen, bevor ich in irgendeiner Weise, sterbe. Bringst du uns was mit? Klar. So, Beutelchen, da du ja ein bisschen schlauer bist in diesem Spiel, ist hier irgendwo in der Nähe eine Stadt? Hier bei mir? Wo ich jetzt nicht kilometerweit fahren muss? Vielleicht hier irgendwo? Ich will auch nicht hier hinfahren. Ich weiß, dass hier eine Stadt ist, aber dann müsste ich nach hinten fahren. Apropos Fenster. Apropos Anbau, meinte ich. Ach, Beutelchen nicht. Oh, guck mal, es wächst. Der Kürbis wächst. Aber trotzdem, der wird zu spät kommen. Ach, gut, ich folge der Straße. Ich fahre jetzt dahin, wo ich weiß, wo die Stadt ist. Ja, auch am Ende der Straßen. Oder ist das am nächsten? Ich folge der Stadt, genau. Mhm. Sorry, wenn es gerade ein bisschen dunkel ist, aber wir müssen uns jetzt gerade versorgen. Vielleicht wäre das Ende der Straße ein bisschen näher gewesen, aber egal. Echt? Wie denn das? Mit L? Oh mein Gott! Ich habe gerade mich gewundert, ob wir Licht anmachen können. Wuhu, voll der Gangster. Ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Mein Gott, ich hätte doch den anderen Weg nehmen sollen. Bin ich irgendwie schon vorbeigefahren? Nein, es kommt jetzt noch. Und am Ende der Straße sind Städte mit Zombies. Schade, hat nicht gepasst. Hast du Speere dabei? Nö, nur ein. Und da habe ich auch noch nicht mal groß hingeguckt, ob der noch irgendwie ganz ist. Oh, Habibi. Oh oh. Ich glaube, ich sollte mir erstmal einen Speer machen. Mann. Sehr schön. Ein Brötchen, du willst mich doch verscheißern.
habe keinen Bogen mehr. Oh, Gottes Willen. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Gut, der Kumpel kommt nicht hinterher. Wo ist mein Pfeil hin? Hallo? Kann ich nicht auch mit einem Hammer umnieten? So, wartet mal kurz. Also Leute, so macht man das nicht in der Stadt rein. Ich bin infiziert, das geht ja gar nicht. Ja, herstellen. Und, yep. Gut, let's go. Wo ist er hin? Ich glaube, der hatte die Schnauze voll von mir. Oh, da juckt ja in die Nase. Weiter verbinden? Oh. Das habe ich nicht gesehen. So ein bisschen Licht vom Dings noch haben. Da hinten läuft irgendwas. Nicht besonders majestätisch. Ich hoffe, in den Häusern ist nichts, was uns irgendwie fressen möchte. Hallöle. Wow. Ja, dieses Haus ist wirklich bombig gut. Komm, Kühlschrank. Wow. Melone! Oh. Gleich verschlungen. Melone! Oh. Speichern, vorsichtshalber. Sponsert bei Hansaflass. Eine Gurke im Schrank. Eine Leber. Oh mein Gott, meine andere Leber liegt noch auf dem... Falsches Spiel mit der Toilette, ja, oder? Oh, hier war ich gar nicht drin. Aber wir bekommen sehr viel Eisen. Also die Lichtverhältnisse sind schon geil. Ich frage mich, wo Edward gerade geblieben ist. Ja komm, das können wir erstmal... Die Sportsfreunde können wir auch wegpacken. Fürs Erste erstmal. Oh, es ist eine Kalli. Wow, Lichtgeschwindigkeit. Ich habe Verbände. Gut, du beleuchtest die Straße, dann sehe ich wenigstens die Straße ein bisschen. Nein, ich nehme dich mal kurz mit. So. Dann ist das ein bisschen breiter gefächert. Gut, das habe ich vor kurzem nochmal gelootet in der Folge. Ja, das brauche ich nicht. Warum nehme ich eigentlich das Gammelfleisch mit? Ich habe keine Ahnung.
Wartet mal, ich brauch Licht. Wobei, ich gehe erstmal hier rein. Ich glaube, hier war noch ein Benzinkanister. Oder auch nicht, wie gesagt. Ja, ich war hier vor kurzem. Oh, fuck. Gut, die vorderen brauche ich nicht gucken. Ich kann da gucken, wo... der Germany's Next Topmodel rumläuft. Flieg, John. Danke. Hier war ich auch vor kurzem drin. Yep, ich habe gerade eine Kartoffel rausgeworfen. Erste Hilfe wäre super. Gut, das letzte Haus an der Straße könnte ich mir nochmal angucken. Ich glaube, da war ich noch nicht. Ja, komm mit. Sieht immer so ein bisschen aus wie Knoblauch. Wow. Hier, putt. Voll Idiot, ey. Wenn irgendwann mal hier ein Vieh drin ist, ich bekomme Herzinfarkt des Jahres. Eine Leber. Lecker. Eklig. Da ist noch ein Haus. Da könnten wir nochmal gucken nach ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Grünzeug für mich. Stimmt. Das habe ich gerade so absolut nicht mitbekommen. Dass dies der Fall ist. Hallo. Der Nachbar von nebenan. Also würde der Nachbar so mich begrüßen, den würde ich rausschmeißen. Im hohen Bogen. Och, Fuchsi. Beutelchens Fuchs ist hier. Ist in sein Haus. Eine Melone. Ich brauche die ganzen Teile. Sollte ich aufheben? Ich bin leicht voll. Aber nur leicht. Oh, warte mal kurz. Solange jetzt gerade nichts kommt, gieße ich mir mal schnell was ein. Ich pack mal die ganzen Sachen. Ungünstig, dass ich mich nicht so schnell bewegen kann. Ich glaube, da steht noch ein Haus, ne? Scheiß drauf. Was? Willst du mich verarschen? Noch eine Kartoffel? Geronimo! Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ja, genau.
Wo liegt er denn? Da. Nun. Ja, der reicht noch. Ah ja, stimmt, mein Brennholz. Ja, wie gesagt, ab und zu denkt man ein bisschen... Ih, was ist das denn? Erste Hilfe. Oh mein Gott. Aber das wird sowas von benutzt. Oha, was geht ja noch weiter höher? Gut, ich habe einen Kühlschrank. Was ist nochmal das unterste Symbol? Ich bin Batman. Oh, Gottes Willen, der hat gesessen. Boah, und coole Kiste. Der hat mich wach gemacht. Hui. Es ist auf einmal warm hier drin. Heieiei. Oh, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Wie kann man sich nur darüber freuen? Alles in Ordnung, dafür ist es ja da, René. Dafür ist es ja da. Geh nicht ins Licht, Karen. Beutelchen, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Kleiner Stein kann ich rauspacken. Es sind so große Teile hier drin. Ich würde sagen, wir fahren wieder zurück. Ich sollte aufhören zu singen. Müssen wir noch Owas bei unserer alten Bude holen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, gut, das Trockenfleisch, das können wir noch holen. Die Leber ist wahrscheinlich schon längst weggegammelt. Leute, ganz wichtig, Werkbank. Die werden wir gleich mal hinzimmern. Wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Ich kann den Benzinkanister nicht mehr rausholen. Ich hoffe, dass... Oh nein, ich kann keine Abkürzung mehr fahren. Und ich weiß nicht, ob das Teil über Flüsse rüberkommt. Auf jeden Fall ist dann Bambi. Das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen länger dauern.
Weißt du, jetzt der 20. Tag, oder? Nee, der 14. Tag, okay. Hä? Warte mal, wir haben am Tag 10 oder 11 hatten wir Wintereinbruch. Ne? Und jetzt, okay, es ist ja noch kalt. Und jetzt haben wir den 14. Tag. Das heißt, die ganze Suche war umsonst gerade. Ungünstig. Genau dahinter. Ich will auch ein Stück Kuchen. Ganz traurig jetzt ist. Es ist ein Age entstanden. Hallöchen, Corvus. Und viel Spaß im Loki. Da. Federn auf jeden Fall. Das kommt da rein. Talg. Upp. Erst einmal, das kommt auch erst einmal da rein. Das kommt da rein. Dann kommt das da rein. Die Teile machen wir sofort fertig. Und die auch. Irgendwo habe ich hier die Teile. So. Mein Kürbis wächst. Jetzt lass mich mal kurz orientieren. Kürbis! Ja! Es ist ein Kürbis entstanden. Oh, das, was sehr wichtig ist. Okay. Das, was sehr wichtig ist. Hau die erstmal rein. Ein bisschen Vitamine brauchst du. Die Leber müssen wir verspeisen. Denn Leber sehr gut. Nein, sollte ich noch nicht holen. Ja, Beutelchen, wird das sofort gemacht. Kann ich die einfach so... Experiment. Ja, das war mir klar. Und somit haben wir den Kürbis vernichtet. Ich bin ein Megatrottel. Aber okay. So. Genau. Werkbank, meine Lieben. Ganz wichtig, die Werkbank. Packe ich mal hier hinten hin. Bretter und Nägel. Nägel hatte ich irgendwo. Hier aber nur 5 Stück. Das ist traurig. Bretter kann ich mir nehmen. Da habe ich noch ein paar. Hatte ich noch irgendwo Nägel? Nö, ne?
Verdammt. Kürbissamen. Nehmen wir jetzt einfach mal Kürbis. Komplett. Wollte ich dann sagen, wenn es regnet, brauche ich eh nichts machen. Also stellen wir alles raus. So, dann sollen die erstmal sich erfrischen und Spaß haben. Und speichern erstmal. Gut. Eisen. Kann erstmal rein. Das ist Kohle, 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 Kohle. Eisen ist hier. Wir nehmen einmal das. Da ist noch 3 Stück. Blei, Blei, Eisen. Und hier sind noch 5 Stück. Das geht sofort los. Was war da rechts in der Kiste? Rechts? Das hier? Das sind Schrauben, wenn du die hier meinst. Nee. Rechts in der Kiste, das sind auch Schrauben. Aber Beutelchen, ich habe doch kein Ölkännchen. Oder soll das hier das Ölkännchen sein? Das ist ein Benzinkanister. Wo habe ich das Ölkännchen? Bin ich gerade blind? Unten. Links, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh, nein, wird gesichtet. Reicht aber trotzdem nicht. Wir brauchen noch. Es geht gleich spannend weiter. Den Armboss, bekomme ich den hier noch hin? Rechts neben dem Benzin. Oh, das sind die Ölkännchen. Okay, ich habe Ölkännchen hatte ich gerade irgendwie im Kopf. So ein kleines Kännchen mit Öl. Also so ein kleines, was aussieht wie ein Wasserteil. Ich dachte, das wäre eine verrostete Dose. Dann kann ich das hier eigentlich zerstören. Beutelchen meinte nur auf Kupfer. Erstmal auf Kupfer stellen. Ich glaube, der legt gerade los, ne? Ich kann euch dieses Ölkännchen nicht erklären, wie ich das im Kopf hatte. Aber es gab mal ein Spiel, wo wir ein Ölkännchen hatten. So, den Kumpel schalte ich mal an. Dann kann er schon mal vor sich hin blubbern und wir machen jetzt schon mal die nächsten. Schade, ich vermisse den Donner. Kann das sein, dass ich die alle falsch rumgepackt habe? Na egal. Ja, werdet voll!
Ja, sofort. Lasst mich erstmal, ich brauche erstmal die Produktion von Eisen. Lasst mich ein paar Schmieden noch hinklatschen. Und die Schmieden können wir gleich umdrehen. Nur kein Stress, ich verstehe. Geht ja sofort los, Jungs und Mädels. Geht sofort los. Ja, okay, lassen wir mal so. Kann doch nicht sein, dass ich nur eine fertig bekommen habe. Hallo? So. So, das geht noch nicht, Beutelchen, weil ich noch keine Werkbank habe. Ob ich denn jetzt die Kumpels hinpackt? Da sind sie. Zwei Stück. Einmal Eisen, Blei und ein paar Steinchen. Dann soll er das erstmal machen und das Steinchen machen. Mir wird warm. Ich muss die Kleidung entfernen. Ja, stimmt. Ich muss es ja noch anzünden. Ja, ohne Kleidung. Oh, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ohne Kleidung im Sommerregen?
Nicht vor allen Leuten. Ach, wenn schon, denn schon, ne? So wie Gott einen erschuf. Ich glaube, ich habe jetzt einige Scheine weggeschossen. Gut, ich würde sagen, wir machen noch Werkbank und Code zu Ende. Meine lieben Liebenden. Hallo? Oh, ich habe nichts mehr drin. Dann würde ich für heute auch langsam Feierabend machen, denn es wird langsam immer wärmer in diesem Raum. Leicht ungünstig, würde ich mal sagen. Ja, ich habe es gerade mitbekommen, dass es Leben war. Zack, zack. So. Einmal Eisen brauche ich noch. Nein, jetzt habe ich die Teile da reingepackt. Oh, Gott sei Dank. Einmal raus. Raus. Da ist die Öffnung. So, jetzt aber. Ich glaube, ich werde demnächst wieder einen kleinen Besuch bekommen. Von ein paar Freunden, die freundlichen Nachbarn von nebenan. So. Oh, fast. Bringen die Kuchen mit? Ich hoffe mal. So, den Kumpel nehme ich mal. Bretter. Mm. Ich müsste 4 Bretter jetzt rausbekommen. Ich hoffe, das reicht. Nö. Das heißt, wir müssen noch Bretter holen. So, wo machen wir denn den Wald wieder ein bisschen freier? Hier, das sieht doch aus wie eine gute Ecke. Trinken brauche ich. Ja, komm, das reicht erstmal. Denn ich glaube, mein Wasser ist... Ach, sehr schön. Aber trotzdem muss ich hier Wasser meine Runde nachfüllen. Das machen wir gleich mal nebenbei. Nein. Fertig. Nichts. So, hier mach mal.
Dann kannst du eigentlich mal den hier gleich machen. Ich habe da noch ein Eisenteil drin. Ich bin ein Trottel. Habe ich gerade per Zufall gesehen. Hier habe ich noch ein Stück Eisen drin. Machen. Perfekt. Dann machen wir das mal. Biotreibstoffbeutel. Okay. Noch eine sehr wichtige Sache. Lager. Plastik. Schrauben. Eisenbahren. Ich weiß, die ist warm. Ich gehe auch gleich eine Runde spazieren mit dir. Echt? Freiheit! Gut, kommt, dann machen wir jetzt noch die Eisenbahren. Hatte ich nicht hier noch irgendwo? Erz, Erz. Oh, da liegt dann noch was. Komm, dich nehme ich mit. Aber hey, wir haben den Winter überlegt. Überlebt, nicht überlegt. Überlegen tue ich immer. Hups. Schieß weg, das gute Ding. Ja, nimm den Pfeil, nimm den pfeillosen Bogen. Mache ich sofort Beute. Okay, den bekomme ich nicht. So, den Kumpel, den. Dann dürften wir daraus jetzt viel Eisen machen können. Sehr schön. So. Irgendwo hatte ich doch noch hier... Okay, Lehm geht nicht. So, Beutelchen wollte noch das Gewächshaus haben. Platzierbar, Essen.
sonstiges Gewächshaus. So, erstmal speichern, genau. Erstmal speichern, Jungs und Mädels. Nehme ich. Das können wir hier reinpacken. So. Wie viele brauche ich eigentlich noch? Ich brauche 4 Stück. Nein. Nein, ich habe nicht gejammert. Müsst ihr euch verhört haben. So, was sagt denn der Generator? Entschuldigung. Oh, Kohle. Wow. Wow. Das war amazing. Wirklich. 10 Minuten, da kam sehr viel raus. Minuten für... du willst mich doch veräppeln, Beutelchen. Kommt, das schaffen wir noch. Minuten für eigentlich, ich glaube, ich falle vom Glauben ab. So, guck mal, meine Kürbisse, die leben alle noch. Ja. Bretter. Na, Bretter können wir hier mal eine Runde reinpacken. Wait a minute! Wait a minute. So, den Klamottenstand machen wir noch. Ist jetzt nicht das, ich meinte die Klamotten zum Aufhängen. So. Ihr seid gleich fertig. Beute! Doof los! Vielen Dank für die 1000 Bits! Danke! Jetzt mal dieses neue Overlays gewöhnen. Weil du schön auf mich schaust. Na toll! Ich habe irgendwie nichts mehr drin.
Das wird gegessen. Nein, Kumpel, dich brauche ich noch. Ich weiß, wir müssen eigentlich auch noch mal sortieren, irgendwann mal. Nein, die Klamotten sind weg. Ja, die kannst du auf den Boden packen. Beutelchen. Beutelchen 13 bescheiß Telia. Das ist Schande. Ja, Beutelchen, das wusstest du natürlich absolut gar nicht. Nein. Beutel. Danke dafür. Ups. Nee, Beutelchen, nee. Freundschaft ist beendet. Ich höre nie wieder auf dich. Oder ich habe sie mit dem Wagen. Nee, geht nicht. Ach, Beutelchen. Drop it. Danke für die Pausen, Beutelbeutel. Oh, ich hätte lieber ein Stück Fleisch gehabt. In Lendenschutz? Ich habe noch nicht meinen Lendenschutz. Das ist ja das Problem. Ich bin nackig, meine Lieben. So wie mich die Natur geschaffen hat. So laufe ich gerade rum. Ja, toll. Den brauche ich nicht mehr. Dafür kann ich mir dann Winterklamotten kaufen. What? Die besser aussehen? Gut, ich speichere aber meine Runde. Dann gucke ich mal, ob ich... Kiffer wollte ich schon sagen, ob ich Kupfer habe. Und dann, meine Lieben, würde ich Feierabend machen, denn es ist langsam wirklich hier sehr warm wieder in der Bude drin. Beutelchen, alles in Ordnung. Mein Gott, es ist ein Spiel. Die Winterklamotten habe ich mir innerhalb von kürzer Zeit sehr schnell gemacht. Du Doofnuss. Aber das passiert, wenn ihr auf Beutelchen hört, Leute. Also hört nie auf Beutelchen. Au, 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 au. Gut. Ich müsste mir noch einen Tisch bauen. Ich müsste mir noch so einiges bauen. Den Tisch... Kreissäge, Werkbank. Chemietisch hatten wir noch nicht. Den habe ich gerade drüben gebaut. Wie gesagt, wir müssen dann mal rüber und die ganzen Sachen holen. Was wollte ich mir denn gerade hier hinstellen? Das auf jeden Fall. Das. Den Tisch, meine Lieben.
essen. Den müssen wir noch machen. Eisenbahren 10 Stück. Gut, der ist ausgegangen. Kann ich erstmal hier reinpacken. Eisenbahren bekommen wir eigentlich vom anderen Tisch. Da können wir dann eine Runde klauen. Aber wie gesagt, meine Lieben, ich würde hier dann erst einmal Feierabend machen. Das hatte ich gestern bei Mist 3,5 Stunden für die Tonne. War am Besitzumverteiler und auch beim Händler. Und da, der ist kaputt. Konnte nicht mehr abspeichern. Musste das Beenden erzwingen. Das soll ich... Was soll ich sagen? Alles weg. Na super. Na, ich habe ja überlegt, ob wir meine Runde Mist Survival uns anschauen. Diese Testmap vom Entwickler. Aber habe gehört, die soll sehr verbuggt sein und sich noch nicht so groß lohnen. Deswegen hatte ich das erstmal noch nicht. Oh. Ups, hab das Wasser noch nicht durchgekocht. Das Wasser ist noch gar nicht drin. Eieieiei. Gut. Dann verabschiede ich mich hier erstmal von YouTube, meine Lieben. Mal gucken, ob ich den Livestream auf YouTube veröffentliche oder nicht. Vielleicht veröffentliche ich den, dann kann man den dann ja in Ruhe beim Zocken nebenbei anhören und vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere, was hier so groß passiert ist. Ja. Und bis dahin, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.